heute eine total tolle Neuigkeit für euch. Und zwar gibt es demnächst die 4. Staffel von H2O. Okay, also es wird nicht so sein wie die 1. bis 3. Staffel, also es bedeutet mit echten Schauspielerinnen, sondern es wird eine Zeichentrickserie werden. Und die wird, also beziehungsweise sie ist momentan in Planung und voraussichtlich wird sie ab nächstem Jahr im Fernsehen zu sehen sein. Und ich finde das mega cool, zumal ich weiß, dass einige von euch da schon ganz schön lange drauf warten und sich bestimmt riesig freuen werden, wenn sie jetzt dieses Video sehen. Und natürlich werde ich dann auch nochmal genau sagen, wenn es dann endlich soweit ist, das dauert natürlich alles noch einen Moment, ist ja klar. Ja, und das Besondere ist natürlich auch, dass trotzdem die gleichen Hauptfiguren bleiben. Also das bedeutet, dass Cleo, Ricky und Bella erhalten bleiben, beziehungsweise Emma. Und mich würde es mal interessieren, was ihr euch vorstellt, wenn ihr das hört. Also was ihr vielleicht auch euch wünscht, was in dieser Staffel passiert. Was ihr für kreative Ideen habt. Ich weiß ja, dass ihr von Melko echt mega kreative Ideen habt. Und also ich persönlich für meinen Teil könnte mir vorstellen, oder was ich mir auch irgendwie wünsche, ist, dass nicht einfach nur die Geschichten von der 1. bis zur 3. Staffel irgendwie nachgespielt werden oder so, sondern dass die Mädels halt irgendwie so auch neue Abenteuer erleben. Weil ich meine, man kann jetzt ja auch irgendwie so, man kann jetzt auch viel mehr, glaube ich, mit so Unterwassertieren oder sowas arbeiten, weil ich meine, die Schauspielerinnen können da nicht so lange unter Wasser bleiben. Also es wäre halt cool, wenn es klappt, auf jeden Fall. Aber ich möchte euch jetzt hier nicht irgendwas erzählen. Ich bin darauf gespannt, was ihr denn für Ideen habt. Und deswegen haut jetzt mal los in die Tasten und schreibt mir, was ihr denkt. Und ich verabschiede mich dann bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut!